hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Und jetzt installiere ich Ubuntu Mate. Der USB-Stick ist drin. Ich würde sagen, ich starte mal den Rechner. So, mein nächstes Projekt beginnt und zwar Ubuntu Mate mit Compass. Ja, dazu installiere ich dementsprechend erstmal Ubuntu Mate auf eine richtige Maschine. Mein zweiter Monitor wurde auch sofort richtig erkannt. Ich denke mal, der Installationsprozess ist allgemein bekannt und bei Ubuntu ja überall gleich. Das werde ich jetzt in höherer Geschwindigkeit für euch abspielen. So, ich wähle jetzt hier mal mein WLAN aus. Locke mich ein. Jetzt klicke ich auf Verbinden. Klicke auf Weiter. Ja, ich nehme mal die normale Installation. Zusätzliche Treiber möchte ich auch haben, beziehungsweise Software. Ich mache mal etwas anderes. Wenn man jetzt selbst partitioniert, muss man aufpassen, dass man nicht versehentlich den USB-Stick mitformatiert. Also das wäre jetzt zum Beispiel Ventor, das wäre mein USB-Stick. Und SDA, das wäre dann meine Festplatte. Und hier ist nochmal eine Partition von dem USB-Stick. So, wir haben hier Swap, 8 GB, das passt, das lasse ich so als Swap. Gehe ich mal auf Ändern. Swap passt. So, dann stelle ich hier einmal das Dateisystem ein. Hierfür nehme ich BetaFS und hier vergebe ich das Root-Verzeichnis. Formatieren anklicken. Ja, und auch hier wieder Dateisystem auswählen, Formatieren anklicken und stelle die Home-Partition ein. Hier noch eben kurz den Benutzernamen eingeben. Ja, und das war's auch schon. So, jetzt kommt der große Augenblick. Startet Ubuntu Mate ganz normal durch. Ich mache einen Neustart. Ich drücke Enter. Ziehe den USB-Stick raus. So, und jetzt seid ihr live dabei, wie Ubuntu Mate zum ersten Mal hochstartet. Ein sehr aufregender Prozess. Ja, das sieht doch schon mal sehr grün aus. So, das hat schon mal geklappt. Ja, ich würde sagen, ich installiere als erstes OBS und melde mich dementsprechend dann mit OBS wieder. Bis gleich. So, Ubuntu Mate ist jetzt, wie gesagt, installiert. Erstinstallation, dann habe ich jetzt noch OBS installiert und mein Mikrofon über Klang dementsprechend dann aktiviert. Das war's. Ja, ich installiere als erstes erstmal die Updates, die mir vorgeschlagen werden. Ich schaue mal ganz gerne auch mal da so hinein, was mir da so vorgeschlagen wird. Image Magic wird mir vorgeschlagen, also den will ich mit Sicherheit nicht haben. Also ab und zu lohnt sich da schon mal ein Blick auf die Updates. Jede Menge Kernel-Updates. Evolution finde ich gut, das ist eh mein Lieblings-E-Mail-Programm. Sprachen sind auch immer gut. Und nochmal etwas zum Kern, Firmware und ähnliches. Ja, ich würde sagen, das schicke ich jetzt ab. Und dann kann ich bei der Gelegenheit mal meinen Monitor einstellen, weil beide Monitore sind jetzt gespiegelt. Das möchte ich ändern. Ich gebe mir mal einen Bildschirm. Bildschirmschoner, Bildschirm passt. So, noch ein bisschen größer. Geht das auch größer? Gut. Bildschirm erkennen. Ah ja, okay. Ich muss einmal auf Bildschirm erkennen klicken, dass er mir dann auch beide Bildschirme anzeigt. Jetzt ist das nur irgendwie so ein bisschen, jetzt sieht man das andere nicht mehr. Gut, lassen wir einfach mal so. Und ich sage einfach mal Apply. Und jetzt schaue ich mal eben nach. Das sieht sehr gut aus. So, und jetzt habe ich beide Bildschirme so, wie ich es haben möchte. In dem Fall ist mein Bildschirm unter meinem Monitor. Ja, ich würde sagen, das passt, ne? Ja, bei der Gelegenheit kann man noch einmal schauen, was Ubuntu hier so treibt. Und wer will, kann sich das alles durchlesen. Ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut und melde mich wieder, wenn die Updates installiert sind. So, halt, stopp. Ich habe noch etwas vergessen. Ich mache dann mal auch minimieren. Und zwar stimmt hier die Auflösung noch nicht und mein Primärbildschirm sollte natürlich dieser hier sein. Als Primär festlegen, damit hier oben die Leiste erscheint. Ich hoffe zumindest, dass ich
die Leiste jetzt hier oben habe. Ah ja, okay. Jetzt sieht es richtig aus. Ich mache nochmal eben meine Außenkamera an. Hier war der Fehler, dass das Menü nur auf dem unteren Bildschirm zu erkennen war. Und ich will das ja auf den oberen Bildschirm haben, das Menü, weil das ja mein Hauptbildschirm ist. So, und jetzt werde ich als erstes erstmal so ein paar Standardprogramme installieren. Das mache ich auch im Schnelldurchlauf. Ich würde sagen, bis gleich. Da habe ich mich ja schon ein paar Mal drüber beschwert, wo war es? Bei der Installation von KDE Live wird automatisch KDE Connect installiert. Das habe ich hier gerade entdeckt. Hier. Aus irgendwelchen Gründen wird KDE Connect automatisch immer wieder mit installiert. Das finde ich natürlich nicht so schön. Dann sollte er wenigstens nachfragen, wenn irgendwelche Zusatzprogramme installiert werden, die ich gar nicht haben möchte. Die müssten jetzt, glaube ich, vielleicht hier schon drin stehen. Da, KDE Connect und die ganze Geschichte wird automatisch mit installiert. So, das soll es auch erstmal gewesen sein mit zusätzlicher Software. So, die ersten Programme habe ich jetzt installiert und jetzt versuche ich mir erstmal ein wenig Ubuntu Mate zu verschönern. Ich wähle als erstes erstmal diese dunklen Themen aus. Okay, machen wir Mate Tweak. Tweaken wir erstmal eine Runde rum. So, persönliche Ordner. Ach komm, lasse ich erstmal drin. Ich habe in der virtuellen Maschine hier links ein Panel installiert, dieses Plank. Aber das habe ich über den Terminal installiert. Vielleicht geht das ja auch noch einfacher, wenn ich hier Dock aktivieren mache. Ja, dann wäre er jetzt hier unten. Okay, also es ist Plank wohl schon automatisch mit installiert unter Ubuntu Mate. Das finde ich erstmal gut. Das können wir jetzt bei der Gelegenheit sofort diese Leiste hier löschen. Sind Sie sicher? Jo, das ist ja schon mal gut. Jetzt möchte ich die Leiste, möchte ich ganz gerne links haben. Jetzt gucke ich mal, irgendwo ist hier auch Plank installiert. Genau, und kann man hier noch ein paar Einstellungen machen. Ausrichtung Mitte, unten, genau. Ich möchte es aber nach links haben. Ja, so gefällt mir das auch schon wesentlich besser. Was kann man hier noch einstellen? Ich drehe einfach mal so ein bisschen. Ah, hier kann man es ein bisschen vergrößern. Achso, die Ausrichtung? Nee, die Ausrichtung sollte schon in der Mitte sein. Oh, wo ist jetzt hier die Mitte? Achso, dann muss ich bestimmt wieder auf 0 gehen. Symbolgröße, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, so. Docklets, was haben wir hier noch? Clippy, so ein Clipboard, das finde ich auch immer gut. So, und hier drüber kann man dann dementsprechend auch wieder deaktivieren. Ja. Aufklappterminal, wie gesagt, F12. Perfekt. Gut, soviel zum Plank. Ganz einfaches, schönes, eine ganz einfache, schöne Seitenleiste, die gefällt mir sehr gut. Und jetzt möchte ich das ganze Thema noch ein wenig ändern. Und hier kann man dementsprechend auch das Thema ein wenig verändern. Zusätzliche Treiber, genau, das könnte ich bei dem Rechner jetzt mal machen. Denn ich habe hier eine Nvidia-Grafikkarte. Und ja, wenn ich die schon habe, dann könnte ich die auch gleichzeitig mal aktivieren mit dem richtigen Treiber. Jo, er schlägt mir diesen hier vor, den 390er. Ja, machen wir sofort einen Neustart, ne? Installiert ist er. Und ich hoffe mal auf eine etwas bessere Performance meines Rechners. So, der Neustart beginnt. Jetzt bin ich mal gespannt, inwiefern sich das bemerkbar macht mit dem neuen Grafiktreiber. Oder bleibt der Bildschirm schwarz? Wer weiß, wer weiß. So, wie man jetzt vielleicht schon gut erkennen kann, wird die Grafikkarte prima erkannt. Also wenn bei Nvidia Setting die Grafikkarte angezeigt wird, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass die Treiberinstallation funktioniert hat. Was man hier noch machen kann, man kann hier noch so ein paar Einstellungen vornehmen. In der Vergangenheit stand ich mit Performance eigentlich immer besser. Und ich mache das einfach mal. Dann läuft der ganze Rechner ein wenig flüssiger.
Gut, ich gehe nochmal in die Steuerzentrale und versuche jetzt nochmal das Thema hier so ein bisschen zu verschönern. Ich hätte letztes Mal Jura Blue Dark genommen. Ich schaue mal eben, ob es vielleicht noch was anderes Schönes gibt. Ich nehme mal Jura Red Dark, mal etwas ganz anderes. Sag ihm, glaube ich, installieren. Nee. Vielleicht Green. Hintergrund ändern wir bei der Gelegenheit auch gleich. Und nehmen wir diesmal diesen hier. Oh, ich sehe gerade, hier sind sogar noch ganz klassische Bilder mit dabei, die, glaube ich, schon seit Ubuntu 8 oder so oder noch früher da mit dabei waren, wie das hier zum Beispiel. Das kenne ich nur aus vergangenen Zeiten. Ja, das hat doch auch was, ne? Das ist doch mal ein schönes Exemplar hier. Gut, schwarz, also dunkles Thema habe ich. Plank ist installiert und jetzt fehlt noch Compass als nächstes. Ach, und hier fehlt noch, dass man die Leiste verstecken kann. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das nochmal war. Menüs bearbeiten nicht. Eigenschaften der Leiste, genau, automatisch verbergen, nein. Ich möchte die Verbergungsknöpfe haben. Und ich möchte jetzt noch ein wenig einfärben. Sagen wir mal so. Und ein wenig transparent dabei packen. Ne, die Farbe war, glaube ich, falsch. Genau, schwarz und einfach so ein bisschen transparent rein. Oder so. Hey, so sieht auch cool aus. Einfach mal testen. Was passiert, wenn ich jetzt auf Vollbild switche? Ja, warum nicht, ne? Mal was anderes. Und so hätte ich hier dementsprechend einen echten Vollbild. Was passiert, wenn ich F11 drücke? Das funktioniert nicht, weil bei vielen Programmen kann man auch mit F11 ein Vollbild erzeugen. Gut, als nächstes kommt Compiz. Ich installiere dazu mal, ich mache das Ganze mal in dem Fall mit Synaptic. Okay, Synaptic ist wohl nicht installiert, also in der virtuellen Maschine, im Live-System war es schon installiert. Oh, ist ja kein Problem, installieren wir eben nach. Als Terminal können wir auch noch ein bisschen verschönern. Hier mache ich auch mal so ein bisschen transparent rein. Oh, warum nicht? Heute exportiere ich mal ein bisschen rum. Ich gebe ein sudo apt install. Ach ja, Synaptic. Ich wollte es diesmal über Synaptic machen. Machen wir mal auf. Ups. Wo ist es hin? Da ist es ja. Ich suche jetzt mal nach Compiz. So, ich brauche Compiz als solches. Die Abhängigkeiten dementsprechend auch. So, was brauche ich noch? Fusion-Icon brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche Compiz Mate. Also diese Mate-Integration brauche ich auf jeden Fall. Zusätzliche Plugins mit OpenGL brauche ich auch. Das weiß ich nicht, was das ist. Das kenne ich nicht. Dekorator für Compiz. Klingt erstmal interessant. Die Extras möchte ich natürlich haben. Und die Main möchte ich natürlich auch haben. Okay, installiere ich auch einfach mal. Gucken, was passiert. Und das sollte auch erstmal ausreichen. Wayland brauche ich nicht. Ich hoffe mal, ich habe X11. Das könnte ich nochmal eben abchecken, ob Ubuntu Mate noch auf X11 läuft. Ich gehe davon mal auf. Ach, den Setting Manager, den brauche ich auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Ich sage ihm anwenden. Schauen wir mal nach, was er da so alles hat. Ach, das sieht gut aus. Unverändert. Okay, anwenden. Und hier machen wir auch, ups, wo ist es hin? Die Details an. Ich möchte immer alles sehen, was hier so passiert auf meinem System. So nach dem Motto, mittendrin statt nur dabei. Gut, ist für euch uninteressant. Ich melde mich wieder, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, bis gleich. So, Compiz ist installiert. Dann schauen wir mal, wo das Städtchen ist. So, Compiz Setting Manager und Fusion. Genau, und ich möchte, dass Fusion automatisch startet. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie da der Befehl ist. Und das ist das Schöne an Mate. Wenn man überhaupt Menü
kann man nämlich ganz schnell herausfinden, welcher Befehl dahinter steckt. Die werde ich mal sofort wieder hier wegmachen. Das ist das, was bei KDenLive automatisch mit installiert wurde. Na, der Haken sollte weg. Das will ich nicht haben. H-Stop will ich haben. Hier wäre Compis Fusion, Doppelklick. Und dann sehen wir den Befehl. Den packe ich mir in der Zwischenablage. Steuerung C. Dann gehe ich hier wieder raus. Gehe in die Startparameter, beziehungsweise Startprogramme. Dann sage ich ihm hinzufügen. Nehmen wir das ruhig mal. Compis-Fusion. Und der Befehl wäre dann dementsprechend Fusion-Icon. Kommentar, was weiß ich, 3D Desktop, wie auch immer, sag ihn hinzufügen und beim nächsten Start wäre Compis Fusion automatisch hier in der Leiste drin. Dann kann man einmal schauen, ob was hier noch so mit gestartet wird. Nvidia Treiber wird mit installiert, wird mitgestartet. Das passt. So, und dann machen wir ganz schnell mal eben so ein paar kleine Einstellungen. So wie ich vorgehe, ich rufe hier drüber den Setting Manager auf. Show this warning next time. No. Ich bin mir über diverse Risiken durchaus im Klaren. So, machen wir das Fenster erstmal in die gewünschte Größe hier. So, ich habe OBS neu gestartet und siehe da, es funktioniert. Den Würfel kann ich drehen. Okay, das Geheimnis war jetzt einfach nur, dass ein Neustart gefehlt hat. Ja, ich gehe am besten einfach mal weiter mit den ganzen Einstellungen hier und versuche nochmal den einen oder anderen Effekt zu aktivieren. Wenn man zum Beispiel jetzt in meinem Fall Super A drückt, ja, dann kann man so zwischen einzelnen Fenstern switchen. Bei Super S, ja, kann man dann so switchen. Auch ein cooler Effekt. Oder man kann die auch ganz klassisch mit Alt-Tab, kann man natürlich auch ein Fenster wechseln. Das geht nach wie vor. Das alles und noch viel mehr kann man über Compis einstellen. Ja, ich habe erstmal so die Grundeinstellungen, habe ich jetzt erstmal bei Compis jetzt hier vorgenommen. Das entspricht in etwa so dem, was ich mir jetzt hier so vorstelle. Ich könnte doch mal ganz eben Xsnow installieren. Ich starte mal sofort Xsnow aus der Konsole heraus und würde sagen... So, mit diesen letzten Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!